einer Waffel. Hey, ich bin Livia. Willkommen bei meinem allerersten YouTube-Video. Seid nachsichtig, dass alles noch ein wenig provisorisch ist, aber deswegen steht das Mikrofon hier auch auf dem Tisch, weil der Klang dann einfach viel, viel besser ist. Ja, ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne aktuell in Halle, komme eigentlich aus dem wunderschönen Harz. Kann ich sehr empfehlen, da mal Urlaub zu machen. Das ist echt geil. Ich studiere hier Jura, wohne zusammen mit meinem Freund und mit meinem Hund. Und ja, ich habe mich jetzt letztendlich dazu entschlossen, mit YouTube anzufangen. Bin auch super happy mit der Entscheidung. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, ob ich es mache oder nicht. Ich habe das eigentlich schon seit Jahren im Kopf, weil ich einfach selbst super gerne YouTube-Videos gucke und mich generell auch so für Social Media sehr interessiere. Aber ich habe es einfach nie gemacht, weil ich total Angst davor hatte, was die Leute von mir denken, wenn die über mich reden und all sowas. Nun ändert sich das. Ich scheiß nämlich auf die Meinung anderer. Ich mache nämlich auch Instagram seit ungefähr einem Dreivierteljahr und da habe ich einfach ein bisschen gelernt, wie ich mit Social Media umgehe, wie man mit gewissen Nachrichten umgeht, und der hat mir auch ein ganz toller Fotograf geholfen, der hat das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht, der hat mich halt angeschrieben und gefragt, hey, wollen wir Fotos machen, und ich war jetzt so, Gott, hast du noch nie gemacht, ich habe so ab und an mal ein Urlaubsfoto auf Instagram hochgeladen. Ja, und dann haben wir das Ganze gestartet und es war super. Es hat mir total Spaß gemacht. Ob das Shooting, ob das Hochladen, einfach zu sehen, okay, hey, guck mal, mir folgen auch Leute, die das wirklich interessiert, was ich da hochlade. Vielleicht sogar, was ich in meinen Stories teile. Ja, das Problem ist nur, Instagram ist doch relativ oberflächlich. Und ich will mehr in die Tiefe gehen. Und das kann man sicherlich auch über Instagram erreichen. Definitiv, ich kenne super tolle Influencerinnen, gerade Sunny Loops zum Beispiel, die das extrem toll macht, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, YouTube ist ja doch das bessere Mittel. Ich würde dann gerne noch mehr über mich erzählen. Also ich habe Hobbys, wie wahrscheinlich jeder, hoffe ich. Ich spiele Gitarre, aber nicht sonderlich gut. Ich spiele auch sehr, sehr lange schon Gitarre und trotzdem nicht gut. Ja, aktuell male ich sehr gerne, habe ich früher schon, irgendwann habe ich damit aufgehört. Es ist auch nicht professionell oder so, es ist einfach nur so ein bisschen zur Entspannung. Ich brauche einfach fürs Studium einen kleinen Ausgleich. Und da ist das Malen wirklich eine gute Möglichkeit, runterzukommen. Welche Frage sicherlich euch auf der Zunge brennen wird, ist, warum starte ich jetzt genau mit YouTube? Ja, tatsächlich fand ich das als Kind schon immer toll, vor der Kamera zu stehen oder allgemein irgendwie vor Leuten zu sprechen. Also das war schon immer mein Ding, aber ich habe es in den letzten Jahren irgendwie gar nicht so oft gemacht. Ich weiß auch, es ergibt sich einfach nicht mehr so die Möglichkeit dafür. Dabei habe ich die ganze Zeit eigentlich die Möglichkeit vor der Nase gehabt. Wenn ich mich Leuten mitteilen will oder mit Leuten kommunizieren will, dann brauche ich eigentlich nur eine Kamera, ein Mikrofon, vielleicht ein bisschen Licht. Und dann starte ich und dann erzähle ich mit euch. Ich wollte als Kind immer gerne Journalistin werden und Leuten irgendwie von Sachen berichten. Also ich bin Livia. Ja, ich schneide es nicht rein. Wenn das jetzt mein Freund alles reinschneidet, dann kann ich nichts dafür. Naja, es ist ein kleines Unschick passiert. Eigentlich will ich meine Videos selber schneiden, aber ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen Hilfe. Wir haben sogar hier einen Hahn. Der Hahn, der dreht, wann es windig ist. Also, wie ihr gerade gesehen habt, da war ich schon, falls reingeblendet wurde, ich hoffe nicht. Guck mal, wenn der Hahn sich hier dreht, dann heißt es, es ist Wind. Ich war schon als Kind sehr ambitioniert, also dieser Gockelhahn, der war echt das Highlight, oder? Der Gockelhahn hier! Ja, als Kind, da wollte ich immer Journalismus irgendwann mal studieren oder Journalistin werden, aber es stand immer so, werde ich Anwältin, werde ich Journalistin, das waren so die beiden Sachen, die immer zur Auswahl standen, tatsächlich auch noch relativ lange. Aber irgendwie hat das Jurastudium vom Wohnort und von allem besser reingepasst und es hat halt kein Englisch, zumindest nicht viel Englisch drin. Und Englisch ist tatsächlich nicht so mein Fachgebiet. Also ich mag Englisch, aber ich bin nicht sonderlich gut da drin. Was
könnt ihr so auf meinem YouTube-Kanal erwarten? Eigentlich alles. Ich werde mich jetzt nicht auf ein bestimmtes Thema spezialisieren, ich werde Alltagsvideos drehen, Lifestyle. Ich interessiere mich total für Mode, Make-up, Haare. Vielleicht werde ich auch mal ein Video machen, wie ich male oder so. Würde ich auch mega cool finden. Dann, das habe ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt, ich treibe Sport. Ich liebe Sport, eigentlich Kraftsport im Gym. Das geht aktuell nicht, aber ich finde gerade raus, wie halte ich mich zu Hause auch fit. Das klappt mittlerweile ganz gut, würde ich sagen, da ich auch geile YouTuber gefunden habe, die einen da richtig pushen und richtig geile Workouts zeigen, die wirklich was bringen. Aber mein Gym fehlt mir natürlich trotzdem. Ja, und ich habe jetzt auch angefangen zu hulern, einfach mal um zu gucken, was bringt das, wenn das so im Hype ist oder ist das einfach nur Gelabere. Da haben mich auch ein paar Leute drauf gebracht, hey, probier das mal, das soll wirklich cool sein. Ich habe da tatsächlich auch schon ein bisschen was abgefilmt, also seid gespannt. Das dauert aber noch, bis das kommt. Ich mache das natürlich nicht nur 2-3 Tage, sondern schon ein bisschen länger, um dann euch zu zeigen, welche Erfolge ich damit gefeiert habe oder welche Misserfolge. Vielleicht nehme ich auch zu, wer weiß. Seid auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr mich interessant findet oder allgemein den Content, den ich gerade angesprochen habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ich werde euch mein Instagram, ganz wichtig, nochmal verlinken. Livia_MLR heiße ich da. Da kommt jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Foto um 18 Uhr etwa, manchmal ein bisschen früher. Und auf diesem Kanal werde ich, wenn alles klappt, ich hoffe, werde ich jeden Sonntag 12 Uhr ein Video hochladen. Also habt ihr Sonntag nicht nur ein Foto auf Instagram, sondern auch ein Video hier. Falls ihr euch für mich interessiert, dann abonniert mich auf jeden Fall. Ich würde mich total freuen. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann merkt ihr auf jeden Fall immer, wenn ich ein Video hochlade. Falls ihr Bock habt, sehen wir uns dann im nächsten Video und ich würde sagen, bis dann. Ciao! Video. Au. Oh. Ach du Scheiße, ich kann mich gar nicht ernst nehmen.